Lock. Oh, Entschuldigung. Wow, 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 oh Gott, nein. Komm, wegen der 3-Punkt-Landung, das ist doch wohl ein Witz. Das ist, oh mein Gott, nein. Nein, wie machen wir das wieder weg? Das geht nie wieder weg, oder? Krieg ich jetzt Kopfgeld? Muss ich ins nächste Curry? Nein, ich... Oh nein. Oh mein Gott, guckt euch mal das Teil an. Rückstoß gedämpft, Panzerbrechen, DKS 501 Sniper Rifle. Das ist doch das uralt Sniper Rifle aus Fallout 1, nur ein bisschen modifiziert. 82er Grundschaden, aber mit 38er Muni. Wenn da der richtige Verschluss drauf kommt, kaboom. Ausgeschaltet, fehlender Schlaf. Was? Ich fall jetzt nicht gleich einfach tot um, oder? Das wäre schon übel. So schlimm haben wir uns noch nie in die Misere geritten. Ist doch gut. Geht dann zumindest noch so ein bisschen die Schnellreise. Beim Auto war das, ne? Parking, Garage. Garage! Super Duper Markt, willkommen! Ich glaube, bei der Garage gab es auch Wasser. Da gab es so ein kleines Pfützchen. Ja, genau, hier unten. Wir werden überleben. Schnell, Curry, folge mir. Ja, genau, komm rein. Ja, noch ein Stückchen. Wir sehen uns unten, ne? Wie durch Geisterhand. Wirst du nach unten gebeamt? Oder glitscht dir wieder irgendwie durch die Wände? Ach ja, der Hund. Ten Pine Bluffs. Da müssten wir auch unsere Rüstung mal reparieren. Eins nach dem anderen. Die Fetze. Sie war hier unten. Und hier war eine Kochstelle. Richtig. Und hier ist immer noch das Geräusch, auch wenn dies hier eine niegelnagelneue Aufnahme ist. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück. Aber ich glaube, wir müssen dann auf die andere Seite, ne? Richtig. Wenn wir hier... Oh, Curry, du bist schon auf der richtigen Seite. Das freut mich. Ich muss hier erstmal Wasser holen, ne? Aber wenn wir sowieso nach Ten Pine Bluffs dackeln wollen, dann holen wir uns da einfach Wasser aus der Pumpe. Wir werden das schon überleben. Hm. Wieder nach oben. Ist okay. Ich bin manchmal ein bisschen unschlüssig. Dann haben wir gleich viel mehr aufbereitetes Wasser. Ich sollte jetzt mal langsam anfangen mit meinem Kaffee, sonst wird es zu spät. Hier ist auch viel schöneres Wetter, aber warum kann ich denn gar nicht mehr rennen? Eine Sekunde. Bin ich im G-Modus? Nein, bin ich nicht. Bin ich überladen? Auch nicht. Ich bin so erschöpft. Ich muss jetzt so dringend pennen, dass ich nicht einmal mehr normal joggen kann. Fangen wir am besten damit an. Werden wir die Nacht überstehen? Ich glaube schon. Wir pennen hier in diesem Raum. Im Prinzip gehört uns ja die ganze Siedlung. Wow. Echt übel. Aber wir pennen in unserem Schlafsack. Sind wir hier geschältert? Bestimmt. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ja, jetzt. Jetzt können wir nicht mehr rennen. Das weiß ich. Das habe ich verstanden. Block. Auf dem Boden. Hier direkt. Mhm. Ah. Also sind wir hier doch nicht gesichert. Hundi! Irgendwo ist er hier. Na gut. Dann noch ein Stückchen weiter. Irgendwo müssten wir ja sicher sein. Da oben, das ist abgeschlossen. Ich lasse die Rüstung ganz kurz stehen. Wir walken nach oben. Und dann holen wir da hinten Dogmeat. Unseren wunderschönen Schneehund. Nur pennen müssen wir richtig. Nur pennen. Oh Mann. Das ist aber auch gerade hart. Das ist hartes Survival. So läuft das halt, ne? Oh. Jawohl, ja. Schön abgekürzt. Saubere Sache. Und hier drinnen sind wir doch jetzt geschältert, oder? Es müsste angezeigt werden, oder? Pennen. Come on. Warum nicht? Das ist ein Haus. Das ist ein richtiges Haus. Ich bin irritiert. Ich war schon mal in einem offenen Baumhaus geschältert. Aber vielleicht liegt es daran, dass das hier halt die Sim-Settlements-Gebäude sind und nicht so wirklich zählen. Vielleicht müsste ich mir was Eigenes bauen. Ganz kurz. Wir haben ja Zugriff hier auf die Bauobjekte, ne? Ein Mini-Gebäude. Von Hand gebaut. Metall? Ja, Metall ist doch ablativ, ne? Fertighäuser mit Wänden. Schon fertig. Da, genau. Genau, hier. Ach, da geht nicht, ne? Irgendwo hier um die Ecke. Ich hätte mal die Taschenlampe anmachen sollen. Da, guck mal, da ist richtig viel Platz. Wenn die Powerrüstung... Mhm. Ja, na dann ganz kurz. Wir können es ja auch wieder abreißen. Ich glaube, die bauen da... Oder die... Die gehen da schon drumrum. Sind wir hier sheltered? Zählt das jetzt?
Auch nicht, ne? Echt übel, diese Stürme. Wer hätte das gedacht? Zack. Pennen. Ja, es geht. Wunderbar. Die Hütte hat uns... Ich habe nichts gesagt. Schande. Aber es gibt so ein Zelt, das sollte ich mal bauen. Ich glaube, da können wir auch überall... Oh Gott. Wir sind wirklich an Schlafmangel draufgegangen. Das ist, glaube ich, eine Premiere. Na gut. Le Garage, Klappe die zweite. Ich überlebe jetzt aktuell gerade nicht mal mehr die Schnellreise nach Ten Pine Bluff. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Stockfenster ist es. Ich werde auch sofort auf den Boden fallen und pennen. Was anderes können wir hier sowieso nicht machen. Wir müssen dann rüber zum Kochen. Das machen wir. Survival Feeling. Raus. Aus der Powerrüstung. Lampe an. Ganz, ganz schnell. Und hier können wir jetzt pennen. Auf dem Boden. In einer Matte. Damit wir erstmal weitermachen können. Ja, ruhig bis... Hier. Kurz vor... 16 Uhr. Das können wir gleich nochmal korrigieren. Aber wir sind sowieso dann erstmal drinnen unterwegs. Doch letztens habe ich die anderen Nachtaufnahmen gesehen. Sicherlich auf YouTube noch ein Müh dunkler als bei mir. Aber irgendwie, wenn dann was Leuchtendes kommt, dann ist es schon echt cool. Richtig atmosphärisch. Oh, gerettet. Und jetzt wollen wir natürlich runter. Am besten in der Powerrüstung. Dann brauchen wir nicht so lange rumtingeln. Und dann mache ich die Flaschis voll. Jetzt könnten wir. Stimmt, jetzt. Wenn wir wollen, können wir jetzt nach Ten Pine Bluff. Ah, okay, ja, das ist mir auch komfortabler wegen den Flaschen. Bluff, nicht Bluffs. Ten Pine Bluff. Und dabei bluffe ich jetzt gar nicht. Bis gleich, Curry. Zauber dich einfach nach oben. Genug gecampt in einem Parkhaus. Weißt du, Curry, wir hatten hier schon mal gecampt gehabt. Mit meiner Partnerin davor. Mit unserer Ex-Partnerin. Das ist nur Regen. Das ist wirklich nur Regen. Im Ernst. Solange es kein Feuersturm ist, bin ich ganz happy damit. Und nun werden wir überleben. Ten Pine Bluff. Da, ne? Ja, richtig. Bluff. Das erste. Hallo, hallo, hallo. Hallo. What? Heute geht alles schief. Jetzt sind wir doch am Strahlungsschaden gestorben, ne? Wo war der Autosave? Okay. Das Spiel hat entschieden. Offensichtlich doch. Wasser aus der Garage. Ja, wir sind zu verstrahlt oder so, ne? Das war's. Verdammt nochmal. Dieser verfluchte Survival-Schwierigkeitsgrad. Ich liebe ihn. Also, Flaschis füllen. Kurz Pip-Boy aufmachen, damit der langsam Gehbug weggeht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es sind sehr viele Flaschen. 3, 2, 1. Ja. Noch eine. Klicke die Klick-Klick. Flop-di-wop. Boom, Schakalaka. Zack, und schon sind wir hier fertig. Aber doch nicht überladen, ne? Nein, sind wir nicht. Wir waren nur im langsam gehen Modus. Die Matte nicht vergessen. Wir müssen jetzt rüber. Die Kochstelle ist auf der anderen Seite von der Tanke. Fahrstuhl. Und dann zur Treppe rüber. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer, aber auch schöner. Wo war denn das Treppchen? War das hier? Oder war das auf der anderen Seite? Da, hier. Erste Treppe, zweite Treppe und dann renn in die Tür. Und schon sind wir da. Allein das Feeling hier, hier draußen zu leben im leuchtenden Meer. Wie diese verstrahlten Anhänger. Da müssen wir ja noch zurück. Da gibt es noch einiges zu erkunden. Ach so. Die Lampe war nicht. Oh nein, come on. Sind hier wieder Gegner? Sind die schon wieder gespawnt? Nein, offensichtlich nicht. Na, dann ist ja gut. Aber der Kram ist wieder da. Aussteigen. Lampe an. Und ran an den Kochtopf. Gepennt haben wir jetzt. Alles abkochen. So ist gut. Den Hund nicht vergessen. Die Rüstung reparieren. Zurück zu den Kindern, den Anhängern des Atoms. Des Atems. Mutanten Hunde. Wir können uns entstrahlen, ohne Hunger zu bekommen. Im Gegenteil.
Wir bauen unseren Hunger auch noch ab. Das ist das Allerbeste. Ich habe nachgeguckt, das ist wirklich das Allerbeste. Ribeye Steak, naja, es ist zum Kochen. Meine Güte, zum Kochen da. Skorpion, ja, Skorpion Steak ist offensichtlich unsere neue Füllnahrung. Neben Stechflüglerfleisch, also das Filet. Und gleich kommt noch Todesgrillensteak. 14 Stück, meine Güte. Jeden Tag so ein Steak ist doch in Ordnung, oder? Aber mehr nicht. Man soll nur zweimal am Tag Fleisch essen. Oder Woche, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, es ist am Tag. Nicht mehr als zweimal am Tag. Kommt da wer? Ach nee, das ist das Geräusch vom Abkochen von Wasser. Mhm. Mit dem Schall, ne? Richtig, mit dem Echo. Hallo Echo, hallo Otto. Jutti, wir können uns total entstrahlen und auch noch schlürfen. Wunderbar, fangen wir an mit der mutanten Hundekeule. Wir übertreiben es ganz kurz. Wir kriegen sowieso wieder neue. Block, reicht das nicht? Baut er ab? Warte mal, ich brauche kurz eine Referenz. Hier ist alles so dunkel am Rand. Bauen wir überhaupt Strahlung ab? Warum nicht? Jetzt. Oh, wir müssen einmal absetzen, glaube ich. Wenn wir dann satt sind, damit der Buff-Effekt einsetzen kann. Das habt ihr mir mal geschrieben. Die Buff-Effekte wirken nur, wenn man satt ist. Aber gerade muss ich ja satt gewesen sein. Ich habe 10 oder so, 10 mutanten Hundekeulen gefuttert. Und er hat sich hier nicht weiter entstrahlt. Eieieiei. Jetzt könnte man bestimmt mehrere essen, glaube ich. Ja, es geht viel schneller. Tatsächlich. So. Bau mal schön ab. Ich schlürfe nebenbei noch mit der Schlürftaste. Weil es immersiver ist. Ach nee, der Hotkey ist jetzt nicht mehr belegt, weil der Inhalt vom Hotkey leer gelaufen ist. Was? Nur 30 Wasser? Mehr nicht? Pfaff bitte. Ufte 9. War das? Hier, damit wir was von der Animation haben. Super immersiv. Und Block. Und nochmal Keulchen bei M. Damit wir draußen ein bisschen länger durchhalten. Ach ja, wir können jetzt mehr essen. So ist schön. Speichern. Sind wir krank? Da ist irgendwas mit Pille. Nein. Jutti. Einsteigen. Ten Pine Bluffs. Und Rüstung. Und Boom Shakalaka. Vielleicht jetzt schon. Die leeren Flaschen nochmal auffüllen. Das geht ja ganz automatisch in einer Power-Rüstung. Man muss es nur aktivieren. Es hört sich komisch an, aber es ist wahr. Die Legenden sind wahr. Und jetzt erstmal raus hier. Mhm. So ist gut. Hier rüber. Und boom. Ah, herrlich. Regen in Videospiele. Verstrahlter Regen in Videospiele. Ist natürlich Videospielen. Ist natürlich das Allerbeste. So. Hier hoch, Tempein Bluffs, ziemlich weit oben. Da. Richtig. Ja, zack. Wir werden doch wohl jetzt die Reise überstehen. Aber mal ganz kurz auch die Strahlung im Auge behalten, wenn wir ankommen. Ganz wichtig. Sind schon wieder gestorben. Okay, wir hatten das schon mal. Wir hatten das schon mal. Wenn im leuchtenden Meer gerade so ein harter radioaktiver Sturm vorherrscht, dann müssen wir uns erstmal kurz so schnell wie möglich aus dem strahlenden Meer entfernen. So schnell wie möglich. Also nach rechts rüber, hierhin. Sonst macht er nämlich die komplette Schnellreise intern durch das hart strahlende, leuchtende Meer plus dem Extrastrahlungsfaktor durch den Sturm. Wir sollten auch jetzt hier nicht wegreisen während des Sturmes. Wir sollten kurz innehalten, noch mehr mutanten Hundekeulen futtern und vielleicht ein bisschen warten, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Mutanten Hundekeule, jetzt. Komm schon, ziehst durch, kurz speichern. Energie drauf. Trinken, hart ausschalten. Sind wir hier geschältert? Wirklich nirgendwo sind wir geschältert. Ist aber auch cool gerade. Wir so hart darunter leiden. Ich freue mich dann schon auf unseren Horizons-Durchlauf. Aber dauert noch ein bisschen, ne? Könnte noch ein Jahr dauern oder so.
Wir haben ja noch nicht mal das hier abgeschlossen. Und dann kommt ja erstmal auch wahrscheinlich noch Stalker 2, wenn es dieses Jahr überhaupt noch erscheint. Oh! Oh, haben wir hier die Laborwerkbank hingebaut? Mal ganz kurz gucken. Das ist doch so ein Zelt, ne? Das ist doch so ein Zelt. Stell mal bitte her, ganz kurz. Camping Gear. Schützt uns das Zelt nicht vor wideren Bedingungen? Dogbed? Nein, brauche ich nicht. Firekit? Nein. Ist irgendwo da. Makeshift Tent, Pole Tent. Oh, zwei Beds. Ein zweibettiges Zelt. Ein schwarzes? Nee, wenn dann Camo, ne? Wenn dann Camo. Desert Camo, gute Idee. Pole Tent nehme ich jetzt mal mit. Aus Spaß. Ich hatte mal so ein ähnliches Zelt zweckentfremdet gehabt. Bei unserem Spieldurchlauf, bei unserem Playthrough auf Twitch damals, um das nicht schnell speichern können, auf dem Survival-Schwierigkeitsgrad zu umgehen. Also beim Pennen kann man ja speichern. Deswegen habe ich einfach immer gepennt. War auch irgendwie lustig. Mitten irgendwo in einem Dungeon erstmal das Zelt aufbauen zum Speichern. Aber es geht ja ziemlich schnell. Irgendwann ist man da ganz fix drinnen. Doch diesmal haben wir das ja anders, ne? Umgesetzt. Wir können auch da drin einfach pennen. Das geht, ne? Ach, schade, geht nicht. Hätte ja klappen können. Und wenn ich jetzt hier in der Power-Rüstung bin, wie sieht's dann aus? Schade. Naja, ich glaube, dann könnten wir auch im Schlafsack pennen. Das ist gerade eine kleine Versuchsrunde. Trotzdem ein schönes Zelt als Variation zum Schlafsack. Gut, trotzdem nehmen wir das mit. Schande, Schande, Schande. Ich kann ja auch nicht warten, ne? Doch, bestimmt. Und dann falle ich tot um. Das möchte ich nicht. Wo ist denn hier eine sheltered Bude? Ich werde ja hier beschältert. Mein lieber Scholli. Die angefangene Flasche schon mal wieder auffüllen. Kurz eine merkwürdige Animation abwarten und jetzt füllt er im Hintergrund, glaube ich, auf. Wenn ich das richtig verstanden habe. War auch schon das letzte Mal, ne? Hier ist jedenfalls harte Strahlung. Wir würden es nicht überleben. Wir müssen irgendwo runter oder so. In eine begehbare Location. Ansonsten kommen wir ja einfach nicht mehr weg. Wir hätten im Parkhaus pennen sollen. Was ist denn hier das nächste, was man begehen kann? Bunker 2? Ist das ein richtiger Bunker oder ist das... Ist das nur oben? Ich will doch nur, dass der Sturm weiterzieht. Theoretisch bräuchte ich ja nur das Tape aufmachen. Für die Settings. Der NAC-Mod. Aber sowas machen wir nicht. Ach, du bist so ein Bunker. Aber hier ist null Strahlung, seht ihr? Auch wenn es donnert. Und ich rausgehe. Hier ist Strahlung. Und hier ist keine Strahlung. Das ist schön. Ich mache auch die Tür zu. So ist gut. Ja, dann ruhig halt nochmal pennen, ne? Ist doch gut. Ziehen wir das ein bisschen in die Länge. Aber wir werden ja dazu gezwungen mit dem Zelt. Ja, klar. Ach, da ist auch noch. Ach, herrje. Da ist ja auch noch ein Schlafsack drin. 6 Uhr am Abend. Schlafe ich mal aktuell ein bisschen mehr. Ist doch nicht so schlimm. Ist gut. Ein bisschen mehr REM-Schlaf. Nervengifte abbauen und sowas. Sammelt sich alles an. Alles Abfallstoffe, Giftstoffe, die man selber produziert. Ah! Aber wir sind wieder ordentlich eingestrahlt. Ich glaube, das waren wir auch vorher schon. Na, wie sieht's aus? Nur Regen? Bist du dir sicher? Are you sure about that? So ganz kurz gucken. Wollen wir noch was einwerfen? Vielleicht... Ja, einfach kurz minimal hart entstrahlen. Mit dem Redaway kurz rausgehen. Und dann nachhelfen in Bezug auf Hunger. Mit mutanten Hundekeule. Ja, geht's gut? Jetzt sind wir wieder müde. Ich werd wahnsinnig. Das ist auch das Redaway, ne? So eine Infusion macht offensichtlich müde. Aber ich will jetzt nicht pennen. Aber letztes Mal hat es uns umgehauen. Ich möchte jetzt meinen Hund... Ich möchte doch nur meinen Hund. Mehr möchte ich doch gar nicht. Und dann will ich zurück ins leuchtende Meer. Zu der Sekte. Kinder des Atoms. Bitte, überlebe es einfach. Bitte. Ich penne dann auch hier irgendwo in einem Bett.
in unserer Powerrüstung. Ah, schon sind wir zumindest entstrahlt. Ein Schlückchen Wasser. Und die Rüstung dürfen wir jetzt auch hier reparieren können. Das hat kein Ponyhof, das Commonwealth, ne? Die Kuh da oben, sie könnte uns Geschichten erzählen. Aber naja, machen wir erstmal weiter. Hallo Hundi. Na du, willst du mitkommen? Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Es ist soweit. Schweißerbrillenhund. Das ist jetzt der Black Sky oder Dark Sky. Ich dachte erst, das wäre irgendwie Buggy oder so, aber es soll genau so sein. Also rein rechnerisch soll es so aussehen, wenn die Ozonschicht so ein bisschen im Eimer ist. Auch bei uns tagsüber. Habe ich ihn echt noch nicht gesehen. Ich hoffe, das werde ich auch nie. Aber das wird die Zeit zeigen. Gut. Aussteigen. Ran da. Herstellen. Jetzt. Wie war das nochmal, ne? T. Leertaste oder E? T-E-A-T-E-R. T-E-R. T-E-R. T-E. T-E-R. T-E-R. T-E. Und schon sind wir wieder fertig. Schon blitzt das Schätzchen wieder. Ich freue mich. Wir könnten uns ein bisschen Money herstellen. Aber ich sag jetzt mal lieber, wir facen weiter in die Reality. Was wir unterwegs finden, finden wir unterwegs. Schön. Gleich mal speichern, ne? Das haben wir uns verdient. Und ich habe mir diesen Schluck Kaffee verdient. Ist gleich viel einladender alles. Vögel sind wieder am Zwitschern. Es ist 10 Uhr am Morgen. Und wir wollen zurück in die Kuhl und dann zu Argyle. Nee, Virgil hieß er, ne? Ich habe ihn, glaube ich, in der letzten Aufnahme 5-mal Argyle genannt. Aber ich finde, das ist ein besserer Name. Ich glaube, er wird auch noch ein Begleiter und hat dann auch irgendwann eine Quest für uns. Aber sicher bin ich mir da nicht. So, und das Heft, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann wäre das Leuchten nämlich komplett erkundet. Und dann müssen wir mal gucken, hier ist noch ein Stückchen in der City, wann wir da das nächste Mal vorbeikommen. Das wäre dann auch ein Cluster, den wir clustern. Aber dann sind wir mal wieder durch mit diesem Spiel, was die Erkundung angeht. Da kommen ja noch richtig die DLCs. Ein Freudenfest. Es wird immer schöner. So, rüber bitte. Kinder des Atoms. Ui. Und hier ballert's gleich wieder. Ist in Ordnung. Na, was ist mit dem Hund? Den soll ich heilen, richtig? Ja, ist nicht so super wichtig. Und jetzt schön rechts herum. Fangen wir mit den äußeren Gebäuden an, würde ich vorschlagen. Aber es ist lustig, dass wir bei der Reise hierher keinen Strahlungsschaden bekommen haben. Ist das geil abgefuckt? Jedes Mal ist hier die Hölle auf Erden. Aber so sollte es ja auch Vanilla sein. Mal gucken, wie Stalker 2 wird. Da wird es dann bestimmt auch Mods geben. Stabilisierungsmods und sowas. Und er ist da am Beten. Aber erstmal schön Vanilla spielen. Schwester Verena, wir grüßen dich. Ja, dich aber auch. Entschuldigung. Wir laden uns immer noch mit Wasserflaschen auf. Aus Ten Pine Bluff. Okay, cool. Das freut mich. Wie viel haben wir mittlerweile? Das ist ein kleiner lustiger Bug, würde ich mal sagen. 73, oh Gott. Das war's jetzt, ne? Weil ich... Nee, doch nicht. Das war's noch nicht. Mal gucken, wie weit wir das noch treiben können. Kein Diebstahl hier. Nein, nein. Hier nichts weiter. Lass mich bitte durch und... Hier auch nichts. Aber falls wir irgendwas finden, was klauenswert ist, was den eventuellen Ärger wert wäre, wir würden nicht lange zögern. Was? Mutter Isolde. Hallo? Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Vorräte kann ich hier nicht zufällig irgendwo bekommen, oder? Vorräte kann ich hier nicht zufällig irgendwo bekommen, oder? Geh zu Bruder Ogden. Er hat einige Vorräte zum Verkauf. Ogden. Okay. Aber meine andere Frage, wie könnt ihr hier draußen überleben? Wie habt ihr trotz der Strahlung hier überlebt? Das ist Atoms einzigartig. Geschenk an uns, die wahren Gläubigen. Er hat uns zu diesem Ort gebracht. Einen Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihn hier huldigen.
damit wir sein Wort hinaus in die Welt tragen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will. Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen. Aber das war doch noch nicht alles. Mutti. Hast du einen Moment Zeit für mich? Da waren noch mehr Optionen. Ach ja, guck mal. Hier wären wir jetzt auf den tatsächlichen Aufenthaltsort von Virgil gestoßen. Virgil. Argyle. Ich suche nach jemandem namens Argyle. Hast du ihn gesehen? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters. Ah, da waren wir schon, aus Versehen. Ich glaube nicht, dass er über diesen Versagen. Aber trotzdem danke. Also hier hätten wir das erfahren. Warte mal, da waren noch mehr Antwortsoptionen. Isolde. Was kann ich für dich tun, Kind? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, gibt's hier Quests? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben. Wie bitte? Der Sturm! Okay. Aber ist das mal cool hier gerade? Absolut. Was hast du denn im Angebot? Was hast du denn im Angebot? Was immer Atomas schenkt. Es mag nicht viel sein, aber manches davon ist vielleicht von Interesse für dich. Na gut, dann zeig mal bitte. Na, ich schau's mir an. Wie du willst. Könnten wir hier irgendwas gebrauchen? Die Moni, oh, du hast 762 am Angebot und 556er, nehme ich mal mit. Und 45er für die MPs, für Tepakutsi. Das ist glorreich. Brennstoff. Nein, jetzt gerade nicht. Fusionskerne, genau. Und ein paar Waffen, naja. Den üblichen Kram und Ressourcen, U-Plastik, gleich rüberschicken zu Fallout 76. Luxo-Brew-Kaffeemaschine. Die haben wir schon. Money. Psycho würde ich dir noch abnehmen. Aber ansonsten eher nicht so, ne? Schade. Aber da kommt ja noch ein bisschen. Plasma-Gewehr. Ja, da bräuchten wir auch noch ein schönes legendäres von. DKS. Wie bitte? Was? Was ist das denn bitte? Oh mein Gott, guckt euch mal das Teil an. Rückstoß gedämpft, Panzerbrechen, DKS 501 Sniper Rifle. Das ist doch das uralt Sniper Rifle aus Fallout 1, nur ein bisschen modifiziert. 82er Grundschaden, aber mit 38er Muni. Wenn da der richtige Verschluss drauf kommt, kaboom. Ach ja, stimmt, wir konnten ja hier auch noch hoch. Und wer bist du? Bruder Griffith? Dankeschön, verstrahlte Grüße, mein werter Bruder. Und wer bist du? Matratze, nee, Schwester Layla. Sie heißt nicht Matratze. Gut geschlafen bisher. Aber hier regnet's rein, ne? Aber das stört euch ja nicht. Atom wird uns alle zu ruhmreicher Spaltung führen. Das will ich doch schwer hoffen. Auch an dich, verstrahlte Grüße. Mehr nicht? Wir sind durstig. Na dann schlürf mal. Schlürfen. Hat er gemacht, ne? Jetzt. Mutantenhundekeule. Hinterher. Die futtern sich aber auch gut weg. Meine Güte. Aber okay. Und dann irgendwann wieder pennen. Aber erst wenn es rot ist. Dann stelle ich sofort das Zelt auf. Und wer wohnt jetzt hier? Der Obermacker. Kann ich mir gut vorstellen. Für die Unwürdigen wird ewig dauern. Bist du hier der Anführer? Ich glaube schon, ne? Ein kleines, überschaubares Dörfchen. Voller verstrahlter Bruder Ward. Hi. Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Am Ende werden wir alle Kinder des... Wie der Anführer?
in Foundation bei Fallout 76, aber der ist hier schon lange tot. Vielleicht ist das ein Nachkömmling. Zumindest in Sachen Vorname. Aber vielleicht ist ja auch Ward der Nachname, das weiß ich nicht. Gut, Argyle, wir kommen. Felsige Höhle. Leuchtendes Meer ist erkundet. Der Körper kann Gewebeschäden reparieren. Weiß ich doch, Curry, meine Gute. Weiß ich doch. Aber keine Panik. Dir können wir zumindest einen neuen Körper verpassen, wenn es notwendig werden sollte. So, Kollege. Na du? Ich schütze und diene. Das will ich aber auch schwer hoffen. Dein Besitzer ist ein sehr wichtiger Mann. Teslas Forschung. Warte mal, stopp. Wir haben das Heft da drüben gar nicht gefunden. Richtig. Ich mach mir mal einen Marker. Da müssen wir nochmal hin. Argyle. Also, wo ist Keller? Ich komm gleich. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Teslas Forschung. Wo Kellogg ist, weiß ich nicht. Na, ist er ein Freund von Kellogg? Schleichen, während du mich ablenkst. Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Bist du Argyle? Muss ich klicken? Ich hab E gedrückt. Das funktioniert sonst. Bist du Forscher? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Aber eine Sekunde, ich hab jemanden anderes erwartet. Um ehrlich zu sein, was ganz, ganz anderes. Was zum Teufel bist du? Deine erste Begegnung mit einem Supermutanten, was? Hattest wohl ein behütetes Leben. War nicht wirklich meine beste Idee. Aber ich musste zu diesem Monster werden, um hierher zu kommen. Immerhin konnte ich einige der Nebenwirkungen vermeiden und bin noch bei Sinnen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Warum bist du hier? Was willst du? Wir brauchen deine Hilfe. Aber eins nach dem anderen. Richtig, wir brauchen Informationen über das Institut. Wir sind interessiert, da teilzuwerden, aber das sagen wir dir lieber nicht. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, was du über das Institut weißt. Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Mit diesem Tiger? Nein! Keine Panik, Kellogg ist tot. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Lüg mich nicht an! Ist das wirklich so schwer zu glauben? Ist das so schwer zu glauben? Natürlich ist es das. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Infos. Hier, mit einem Präfix, eine Skill-Abfrage. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Wir wissen das alle. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Dieser plötzliche Stimmungswechsel. Ich brauche alle Informationen. Und zwar sofort. Brauche alle Informationen. Alles, was mir helfen kann, in das Institut zu kommen. Entschuldige, wie bitte? Du willst ins Institut? Ja. Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Ich verlasse mich auf mein Glück. Ich habe Glück auf über 10. Das spielt keine Rolle. Gut. Weißt du was? Es ist mir auch egal. Wenn du sterben willst, dann ist das deine Sache. Aber ich sage dir, genau das wird passieren. Ich kann dir helfen, aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen tun. Na klar. Eine Hand cremt die andere. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht.
Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Klar, sofort. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung. Und dann wollen wir auch noch Kohle. Über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Ja, aber sag du zuerst. Nicht wirklich, nein. Das wissen nicht viele an der Oberfläche. Und das ist Absicht. Die halten das gern geheim. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ja, ich habe letztens einen umgebracht für eine umgebaute Leergun. Klar, eine Menge. Naja, ein auf jeden Fall. Klar, jede Menge. Erzähl keinen Mist. Mehr als einen haben wir wirklich umgebracht. Jetzt nicht. Aber das kann er nicht wissen. Runner sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Klar, kein Problem. Los geht's. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Alles klar. Weiter. Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf dem unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Abgeschlossen, das leuchtende Meer. Können wir uns hier bedienen? Nein, das ist alles deins. Außer beim Heft, da hast du ein Auge zugedrückt. Hat er vielleicht schon gelesen gehabt? Terminal, da dürfen wir ran. Jäger und Gejagter. Protokolleinträge, 4 an der Zahl. Ja, das sind richtige Texte. Kapitelmarke. Protokolleintrag 01. Habe altes Terminal in Werkstatt gefunden. Musste repariert werden. Läuft jetzt. Schwer zu tippen. Finger zu groß. Suche noch immer Material für Serum. Letzte Hoffnung. Protokolleintrag 02. Materialien schwer zu finden. Leuchtendes Meer zu mitgenommen. Von Krieg. Habe Folgen nicht vollständig bedacht. Habe nur an Überleben gedacht. Sicher vor allein. Die mir folgen wollen. Okay. Vielleicht können die Leute im Krater helfen. Geistig instabil, aber offensichtlich immun gegen Strahlung. Holdren würde sie lieben. Holdren würde sie lieben. Hoffentlich haben die eine größere Tastatur. Protokolleintrag 03. Kinder des Atoms können nicht helfen, brauchen auch verzweifelt Material, sind aber zu stolz, es zuzugeben, verliere gelegentlich
Gefühl in Gliedmaßen, kurze Erinnerungslücke, versuche positiv zu bleiben, aber wenn Zustand weiter schlechter wird, muss Serum bald reproduzieren. Protokolleintrag 04. Kann das Serum hier nicht herstellen? Hab keiner Werkzeuge. Hände zu ungeschickt für komplizierte Vorgänge. Tippen wird schwieriger. Macht mich zu wütend. Komme nicht mehr rein, um ursprüngliche Serumsprobe zu holen. Muss in Erwägung ziehen, dass mein Zustand dauerhaft sein könnte. Oh nein. Und Scheinwerfer bitte aus. Ne? Kapitelmarke. Das war aber wirklich nur eine ganz kurze Kapitelmarke. Ich würde ja am liebsten ihm als erstes helfen. Und dann alles weitere. Nee, das lohnt sich nicht. Keine legendären Waffen, aber die Lunchbox hier. Die Lunchbox kann ich mitnehmen. Mache ich auch. Raus hier bitte. Es reicht. Wir können uns sowieso nicht von hier drinnen raus teleportieren. Erstmal wieder schön an die frische Luft. Aber gemütlich hat das hier ja, ne? Ich hätte doch Angst, irgendwie, dass die ganze Höhle zusammenstürzt. Oh nein, Bodenflammen nicht schon wieder. Ganz kurz weg auf den Pilz, bitte. Das geht ja glücklicherweise. So, wie können wir ihm helfen? Nein. Bei Sonstiges vielleicht? Sieh dir die Fallakten an. Was ist das denn bitte? Eine Sekunde. Ach hier, Dynamite City. Ja, tatsächlich. Können wir uns ja vorher noch angucken. Ich hoffe. Warte mal, ich speichere lieber mal vorher nicht, dass es da wieder zu exklusiven Schnellreiseproblemen kommt. Da. Direkt zur Detektei, bitte. Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. Erneut. Na. Ui. Gar nicht verkehrt. Wir sind hier. Sehr schön. Dann mal rein. Vorsichtig, wenn du zum Nakano-Haus gehst. Ja, bin ich. Alles cool. Aber ich soll mir die Fallakte angucken. Akte Earl Sterling. Fall Earl Sterlings Verschwinden. Auftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre alter Barkeeper im Dugout Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen. Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Also keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählt man es sich in der Stadt wie immer. Vadim kam in mein Büro angetrunken, ebenfalls wahrscheinlich wie immer, und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Dugout seine Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe und auf frischer Tat ertappt werde. Der Earl-Sterling-Fall. Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Da können wir uns drum kümmern. So eine schöne Nebenmission. Und die neue Zeitung sollten wir uns auch mal besorgen. Das ist ja ebenfalls in Dynamite City. Piper, gleich da drüben. Das Wetter stabil, mal zur Abwechslung. Ich mach trotzdem mal die Lampe an. Falsche Richtung, Entschuldigung. Wir müssen hier lang. Sie wohnt da vorne. Oh, was für eine coole Stadt. Sehr, sehr cool. Hier müssen wir rein. Guten Abend, hallo. Wo kriegen wir denn hier die neue Zeitung? Oh nein, nicht wieder von der Kleinen. Die macht sich immer über uns lustig. Die ist du so neunmal nicht glauben, klug. Worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Um uns vielleicht? Hey du, das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Dankeschön. Oh, drei Teile. Oh, warte mal, das müssen wir vorher checken. Das ist doch bestimmt eine Kapitelmarke. Aber erstmal gucken, ne? Daten. Nein, ist doch Inventar. Diverses. Aus dem Vault. 1, 2, 3.
Was? Blick aus dem Vault. Lange Texte? Fragezeichen? Ja. Absolut, ne? Gut. Kapitelmarke. Blick aus dem Vault. Teil 1 von Piper Wright. Immer, wenn ich einen Spaziergang durch Dynamite City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. So denken zumindest viele hier. Sauberes Wasser, funktionierendes Licht, Strom, Sicherheit. Es ist schon richtig, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wäre. Das steht da so. Aber dabei vergessen wir nur allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilde Ghule und Sins. Aber wie es der Zufall wollte, habe ich Tobias Reaper getroffen. Oh, das ist unser richtiger Spielername. Ein Vault-Bewohner. Jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde er wohl dazu sagen, wie weit wir es gebracht haben? Ist Dynamite City das große, grüne Juwel, für das wir es immer halten? Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir wissen, wer Tobias Reaper ist. Oder Tobias Reaper. Wo kommt er her? Er fing unser Interview mit einem Witz über die Zeit im Vault an. Da waren nur ich und 1000 andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Natürlich weiß ich, dass das Leben hinter den großen Zahnradtüren einer Vault-Tech-Einrichtung eigentlich eine Hochburg der alten Welt sein sollte, in der das Leben vor den Bomben erhalten bleibt. Fortsetzung folgt. Blick aus dem Vault, Teil 2 von Piper Wright. Fortsetzung von Teil 1. Tobias Reaper hat nämlich einen Sohn, Sean. Und obwohl ein Vault recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Tobias Reaper bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft feindselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundenen Personen in Dynamite City. Der beschämte Blick, wenn wir Trauernden begegnen und dabei der Mauer danken, dass es dieses Mal nicht uns getroffen hat. Es gibt 1000 Möglichkeiten, im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführungen scheren? Ja, warum nur? Fortsetzung in Teil 3. Blick aus dem Vault. Teil 3 von Piper Wright. Fortsetzung von Teil 2. Ach so. Es ist leicht, dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist. Aber kaum sonst etwas. Sie sind nicht die einzigen, die für die Entführungen verantwortlich sind. Aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführungen als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die die Entführten vielleicht nie wiedersehen werden, sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich, auch wenn ihnen alle anderen sagen, dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollen. Ich habe Tobias Reaper gebeten, Dynamite City etwas zu sagen, um eine neue Sicht darauf zu eröffnen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und um uns zu zeigen, wie er sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. So Tobias Reaper. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ende. Dankeschön. Kapitelmarke. Informativ und emotional, Piper Wright, wir danken dir, wollen jetzt aber den Fall lösen, rund um den Typen, der da verloren gegangen ist, hier, ne, spurlos verschwunden. Optional, besorg dir den Schlüssel zu Earl Sterlings Haus. Such in Earl Sterlings Haus nach Hinweisen, wo finden wir den Schlüssel? Höchstwahrscheinlich in der Bar, ne, in dem Café, ja.
Doch da gibt's den Schlüssel. Alles klar, einmal rüber bitte. Immer noch Nacht, alles klar, Lampe an. Hier lang und dann rechts. Das Haus ist auch unten. Ja, ganz offensichtlich. Ja, riesig, ne? Und die Blitze, war. Das ist eine X02. Hallo, hallo, hallo. Na, ihr lieben Menschen, ihr Nachtgestalten, ihr. Hey, Vadim. Drinks. Den besten Schnaps machen die Schwarzbrenner hier. Mhm, okay. Naja, wir können ja mal reingucken. Oh, ich schau mal, was du hast. Bestell nicht nur einen. Lass es mal krachen. Vielleicht machen wir das auch, ne? Aber erstmal gucken wir uns um. Das Übliche, ne? Ja, 200 Kronkorken. Da lohnt sich keine Handelei. Mein Freund, ja, du, wir brauchen Earl Sterlings Schlüssel für seine Bude. Hast du doch bestimmt. Nein, jetzt kein Schnaps. Earl, hat er hier gearbeitet? Ist doch richtig, ne? Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Nein, gibt's Schlimmeres. Gehörst du zum Detektiv Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier. Na, ich geht hoffe, doch. Du findest raus, was passiert ist. Problem die gelöst. Die liegen dir deswegen schon in den Ohren. Ich habe eine Bar zu führen. Lass es mich wissen, wenn du was willst. Wie, warte mal. Gratis? Nein, ne? Das war's. Ich schau mal. Dann ein andermal? Eventuell. Als was Geschenktes hatte ich sofort mitgenommen. Alles andere wäre ja eine Beleidigung gewesen. Und dann rechts, ne? Richtig, unten rechts. Was macht ihr hier? Essen, ne? Guten Appetit. Ich will nicht stören. Lampe. Hier, ne? Ja. Gibt's irgendwas im Briefkasten? Das hätte auch schon das erste Indiz sein können, ne? Vielleicht hier irgendwo. Ein bisschen umgucken. Vielleicht hat der Entführer ja einen Hinweis hinterlassen. Einen Fehler gemacht. Sowas passiert selbst den Profis. Aber nein. Lock. Oh, Entschuldigung. Wow, 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 oh Gott, nein. Komm, wegen der 3-Punkt-Landung. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist, oh mein Gott, nein. Nein, wie machen wir das wieder weg? Das geht nie wieder weg, oder? Krieg ich jetzt Kopfgeld? Muss ich ins nächste Curry? Nein. Oh nein. Wegen einer 3-Punkt-Landung. Jetzt mal wirklich, ne? Ich glaube, die übertreiben es hier. Aber wir sind jetzt vorsichtiger. Wir wissen jetzt Bescheid. Hier rein, direkt, ohne weitere Umwege. Und jetzt nach Hinweisen suchen. Okay. Oh, wir können den Kram mitnehmen. Das sind alles Hinweise, alles Indizien. Die werten wir später aus. Nehme ich. Bierflaschen, naja, die kann man ja später auswaschen und für Wasser benutzen. Ganz kurz mal weg hier mit dem Mülleimer. Das sind noch volle Flaschen, die kannst du behalten. Bisher noch nichts. Aber wir werden bestimmt was finden. Ich hätte ja ganz gerne so einen Detektivmodus. Ist der Ausgang wieder oben? Ist aber eine schöne Hütte. Uiuiuiuiuiui, wie soll ich denn das jetzt erklären? Mensch, da ist uns vorhin schon ein Stückchen Aufnahme flöten gegangen, leider. Beim Vorlesen, der aufmerksame Mithörer, dem ist das bestimmt schon aufgefallen und jetzt schon wieder. Und zwar fehlt jetzt hier das Stückchen Aufnahme, wo wir eine Chirurgenrechnung neben der Couch von dem gesuchten Typen finden. Das ist wichtig für das, was jetzt danach kommt. Wollte ich jetzt noch hier nachreichen. Grüße aus dem Schnitt, verstrahlte Grüße und euch ein entspanntes Wochenende. Ja, Folge erscheint am Sonntag. Es ist noch Wochenende. Man darf sich noch entspannen. Bis dann, euer Leo. Tschüss. Vorsichtig, keine 3-Punkt-Landung. Nicht schon wieder. Das könnte jemanden töten. Das wollen wir nicht. Nein, brauchst du auch nicht. Ich will auch nicht mit dir reden. Die Zeitung kennen wir schon. Da ist er. Wir haben Fragen. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Wait, what? Ich hab's doch gerade auf Reden gedrückt. Backe. Hey, Doc. Das ist hoffentlich ein Notfall. Es ist mitten in der Nacht, jetzt krieg dich mal ein. Kannst du mir die Blutspuren erklären, die in den Keller führen?
Naja, wir sind sehr charismatisch. Kannst du mir die Blutspuren erklären, die in den Keller führen? Dr. Crocker hat bestimmt einige Flüssigkeiten gesucht, als er in den Keller gegangen ist. Er ist manchmal zwischen den Operationen nicht so penibel wie ich. Hier, der Kellerschlüssel. Sie selbst. Das ist eine ich Falle. Ich bin sicher, da unten findet sich nichts weiter als Medizin. So eine ähnliche Falle gab es auch bei Fallout 1. Habe ich während meines letzten Sommerurlaubes gespielt. Da gab es auch so eine Sequenz. Wurden wir ebenfalls in einen Keller gelockt. Oh. Der ist ziemlich tot. Oh Mann. Aber ich glaube, du bist super krank, Doc. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, ja. Böse. Eine Sekunde. Wir können das bestimmt bequatschen. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Ja, du hast alles hingekriegt, sogar, dass du ins Gefängnis von Dynamite City wanderst. Ja, du hast alles hingekriegt. Sogar, dass du ins Gefängnis von Diamond City wanderst. Gefängnis? Du kapierst es nicht, oder? Doc Crocker geht nicht ins Gefängnis. Er operiert weiter, weil die Leute es lieben. Ah, wir sind durch. Und sie lieben ihn, weil Doc Crocker nie Patienten verliert. Bei ihm sind immer alle zufrieden. Oh ja, jetzt geht's los. Immer mit Präfix. Du hast einen Mann umgebracht, dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Du solltest jetzt genau zuhören. Wir reichen dir gerade die Hand der Gnade. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich krieg alles hin. Okay, das ging offensichtlich nicht anders. So oder so wäre er gestorben. Sprich mit Ellie. Ja, mache ich. Aber der andere Doc wusste doch Bescheid. Was ist hier los? Was ist hier los? Als ob du das nicht gewusst hättest. Ich weiß, mitgehangen ist mitgefangen. Was ist hier passiert? Wusstest du, was Doc Crocker hier unten getrieben hat? Das ist Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Ich glaube, genau so lief es ab. Nun, es ist vorbei. So sieht's aus. Vorbei. Du hättest es verhindern können. Hatten wir ja auch schon erwähnt gehabt. Du hast es zugelassen. Du hättest es verhindern können. Du hast recht. Ich hätte wissen müssen, dass Crocker nicht mehr als Arzt hätte arbeiten dürfen. Und dass er Earl umgebracht hat. Bitte, geh jetzt. Ich sag der Sicherheit Bescheid und mache hier sauber. Okay. Wurde unsere Mission aktualisiert? Nimm den Hausschlüssel mit und den Kellerschlüssel und die Kohle. Den Rest brauche ich nicht. Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ja, allerdings, wow, wie makaber. Gut, Knarre weg, nach oben bitte. Fall gelöst. Und jetzt noch der Papierkram bitte. Ist die Welt voll solcher Tragik? Ich dachte, das gibt's nur in Büchern. Wenigstens hast du das Beste versucht. Ja, stimmt. Trotzdem, Earl ist tot. Das bringt hier alles nur herzlich wenig. Sprich mit Ellie. Wir brauchen dich zur Sicherheit. Oder ist Ellie von der Sicherheit? Nein. Das ist doch die Assistentin, richtig? Von Dingens. Aber Nick wird wieder nicht da sein, ne? Der ist ständig unterwegs. Ausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Ja, leider. Warte mal. Können wir sie vielleicht ein bisschen emotional vorbereiten? Nein, das können wir so nicht sagen. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Nicht ganz. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte.
Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout den Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Na klar, 201 Grundkorken. Nice. Tanakano scheint mir ein guter Mann zu sein. Ja, da muss man schon ein dickes Fell haben für diesen Job. Gibt's irgendwas Neues noch hier? Was anderes, was wir machen können? Nein. Wir müssen nur nach wie vor zum CIT. Oh, das ist der Cluster, der letzte, alles entscheidende Cluster. Gut, mit minimalen Ausnahmen hier. Aber das holen wir noch nach. Oh, das wird ja großartig. Aber dann ist wirklich durch. Ja, absolut. Einmal durchclustern und dann zum CIT. Und der Marker muss weg. Der bringt mich total durcheinander. So, wo wollen wir denn anfangen? Von oben nach unten würde ich vorschlagen, ne? Ja, von hier. Elevator 3 und wir kommen von der Abfallentsorgung. Jalbert Brothers. Let's do... Erinnert dich das an jemanden? Let's do this. Oh, aber bei Nacht? Weiß ich nicht. Wollen wir es nicht ganz kurz Tag werden lassen? Dann ist es zumindest ein bisschen heller. Erstmal weg hier. Vom Weg. Wir verkriechen uns ein bisschen im Wald mit unserem Zelt. Oh oh, sind Feinde in der Nähe, aber die werden uns nicht mitbekommen. Dafür werde ich sorgen. Ne, wir fangen hier an. Polovsky Preservation Park. Markieren. Hier bitte das Zelt hin. Camping. Potent Block. Hingestellt. Reingelegt. Und geschlafen bis... Es ist jetzt 1 Uhr. 6. 7 Uhr. Eine gute Zeit zum Aufstehen. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.